Hallöchen, heute zeige ich mal wieder ein neues Mikrofon und zwar das Endify Solom Voice S. Das vorherige Solom Broadcast hat ja ganz gut abgeschnitten in meinem Test und daher werde ich mal schauen, was dieses ebenfalls Kondensatormikrofon. Es sieht jetzt auch tatsächlich aus wie ein Kondensatormikrofon und nicht wie ein dynamisches. Keine Ahnung, wieso das damals so gemacht wurde, aber ist noch ziemlich klein und was in dem Teil hier steckt, das schaue ich mir jetzt mal an. Das Endify Solom Broadcast ist ein Kondensatormikrofon mit einer Nierencharakteristik. Es hat eine Bittiefe von 24 Bit, eine Sampling Rate von 96 kHz, das heißt quasi Studioqualität, wobei ihr den Unterschied zu 48 kHz wahrscheinlich nicht merken werdet. Eine Frequenzweite von 30 Hz bis 18 kHz. Es hat einen internen Popfilter eingebaut, ist komplett aus Alu wahrscheinlich, also ist generell aus Metall. Ich würde sagen, es ist Alu. Einen Mute-Button verbaut, oben dann natürlich noch ein Gain-Regler vorne mit RGB dran und einem kleinen Ständer, der ebenfalls aus Alu ist und zwar auch noch unten ein bisschen ja erschwert, damit es eben das Mikrofon perfekt hält. Ein Kabel ist ebenfalls dabei, 2 Meter lang und ihr bekommt auch einen Kopfhöreranstecker hinten, damit ihr das Mikrofon auch anschließen könnt an eure Kopfhörer, um euch selber daran zu hören. Was die Onboard-Features angeht, das schauen wir uns jetzt mal eben an. Und zwar haben wir hier natürlich, wie ihr es gerade gesehen im Unboxing kann man es auseinanderbauen. Das heißt, man kann es einfach hier an ein Mikrofon anmachen und daher hat man auch die vollkommene Flexibilität wie bei einem anderen Mikrofon, was eben nicht direkt mit so einem Ständer kommt. Ich würde es auch am besten mit einem Arm benutzen, denn habt ihr einfach mehr Flexibilität, wie ihr es auf dem Tisch bewegen könnt und sowas und auch weniger Handling-Noise. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf den Tisch haut oder sowas, was man generell nicht machen sollte eigentlich, dann hört ihr das weniger und an sich macht es natürlich auch mehr Sinn, da es dann über euch hängt oder eben vor euch oder wie auch immer und dadurch auch weniger Geräusche von Maus und Tastatur aufnimmt. Hier hinten haben wir noch einmal einen USB-C-Port, da wird es angeschlossen und daneben ist dann auch noch ein Klinkenanschluss. Da könnt ihr dann zum Beispiel Kopfhörer anschließen, um eben euch selber darauf abzuhören. Das Ganze nennt man dabei Self-Monitoring. Hier oben seht ihr dann noch einen Mute-Button, der ist jetzt natürlich nicht erleuchtet, denn das Mikrofon ist nicht angeschlossen und wenn man einfach da drauf drückt, dann sollte er sich umfärben und dann seid ihr gemutet eben und nochmal drauf drücken und ihr seid wieder entmutet. Dann schließt das Mikrofon mal an meiner Kamera hier an und dann werden wir sehen, wie es sich anhört. Zuerst starten wir mit einem Soundtest von 20 cm Abstand und ungefähr 50% Gain. Als nächstes ebenfalls 20 cm Abstand und diesmal 30% Gain. Dann wieder 20 cm Abstand und diesmal ungefähr 75% Gain. Und nun zuletzt 20 cm Abstand mit 100% Gain. Ich finde 75% ist eigentlich eine ganz gute Wahl und daher jetzt nochmal 20 cm Abstand, aber diesmal mit einem Windschutz, also so einer kleinen Socke quasi, die schon dabei war, darüber gestülpt. Genauso wie alle weiteren Soundtests werden ebenfalls diesen Windschutz drauf haben. Dann als nächstes wieder 10 cm Abstand mit 75% Gain. Dann haben wir hier 3 cm Abstand mit wieder 75% Gain. Als nächstes wieder 75% Gain und diesmal ein halber Meter Abstand. Jetzt haben wir hier
circa 80% Gain und einen ganzen Meter Abstand. So, jetzt habt ihr gehört, was das Mikrofon so kann, wie es sich anhört, sowas. Und ja, es kostet übrigens unter 60 Euro und ich finde dafür, ja, ist es ein solides USB-Mikrofon. Natürlich kann man auch zum Beispiel das Tonor TD510 oder das T-Bone MB88U nehmen. Welches davon besser ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte die anderen beiden noch nicht. Aber das hier ist solide für das Geld. Natürlich jetzt nicht besonders krass. Es ist eben auch ein Kondensatormikrofon, kein dynamisches. Daher werden mehr Hintergrundgeräusche aufgenommen, wie ihr auch gerade schon ein bisschen hören könntet. Am besten eben so ganz leicht, ungefähr so weit hier vom Mund weg haben, so 10 bis maximal 20 cm so. Das ist eigentlich so der perfekte Abstand, den ihr zum Mikrofon haben solltet. Und den Gain dann so auf ungefähr, ja, 75%, vielleicht 60%, 65%, sowas in die Richtung ungefähr. Stellt das einfach selber mal alles ein bei euch. Und gegen das Rauschen, was ihr ein bisschen mitbekommen habt, bei einem niedrigeren Abstand, fällt das natürlich relativ gut weg. Allerdings in OBS kann natürlich aber ein Rauschfilter anwenden und auf dem Discord habt ihr sowieso die Crisp-Rauschunterdrückung und daher werdet ihr in den meisten Fällen hier relativ guten Sound am Ende rausbekommen mit ein bisschen Feintuning. Am besten auch noch vielleicht in ein Noise Gate in einer Software wie Voice Meter oder sowas einstellen, damit eben auch bei normalen Anwendungen dieses Rauschen am Anfang rausgeht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und schreibt einen Kommentar, wie ihr das Endify Voice S für das Geld findet und damit adios.